Hier sind wir weit ab von den Schrecken des Krieges. Im Hinterland in Madrid entsteht der Regierungsbezirk. In zwei Runden ist er fertig und dann müssen wir die Entscheidung noch treffen, welches Gebäude wir dorthin setzen. Drei attraktive Alternativen hat mir eben schon mal den Kopf zerbrochen, welche eventuell die beste sein könnte. Ich habe eine Standardspielweise, ob die jetzt auch die richtige ist. Mal gucken, das schauen wir uns dann später an. Das ist Madrid. Hier lungert ein Handwerkertrupp herum. Er soll hier die Fischbonusressource anschließen. Das wird aber erst in der nächsten Runde möglich sein. Oh, ein Walvorkommen ganz links, das er niemals bekommen kann. Das ist einfach zu weit weg. In zwei Runden hier. Okay. Ein Wunder wurde gebaut. Irgendjemand hat den Muarbochi-Tempel abgeschlossen. Ob das die Mongolen sind ganz im Osten oder ob es in der neuen Welt eines der beiden Völker ist, das weiß ich nicht. Unser großer Prophet eilt hier im Osten umher. Hier ist Johannes der Täufer, der noch nicht mal taufen kann, weil er kein Schwimmer ist. Hat sein Seepferdchen noch nicht gemacht, das müssen wir noch freischalten. Und entdeckt diverse Perser-Einheiten. Die Perser ganz schön unter Druck. Hattusha, der Stadtstaat, den sie eingenommen haben, soll rebellieren, wird aber wohl noch ein Weilchen dauern. Der Loyalitätsmalus ist immer ein bisschen unterschiedlich. Mal gucken, wie das sein wird. Vielleicht müssen wir doch reinmarschieren in die Stadt. Danzig braucht mehr Wohnraum. Neuer Bürger hier entstanden. Wir gehen mal komplett auf Produktion. In 10 Runden ein Siedler, wobei ich mich mittlerweile frage, brauchen wir den überhaupt? Denn den wollten wir hier hinschicken, nach Tolstaja. Dort gibt es aber mittlerweile eine Stadt. Die haben die Skythen gegründet. Vielleicht nehmen wir die einfach. Wenn wir die erobern, während es hier nur einen Bürger gibt, dann wird die Stadt, wenn ich mich richtig erinnere, einfach ausgelöscht. Wenn wir warten, bis da zwei Bürger sind, könnte sie uns gehören, ist aber eine ganze Weile lang nicht produktiv. Nämlich so lange, wie wir nicht ganz Skythen, das ganze Skythenreich aufgemischt haben. Das besteht aber nicht nur aus der Hauptstadt, sondern auch aus mindestens zwei weiteren Städten noch. Das wird eine Weile dauern. Also vielleicht auch ein Grund hier, das durchzuziehen. Ein Blick in die Regierungskarten zeigt uns, die Produktion für Siedler läuft auch mit 50% Bonus. Also Stadt einnehmen, hochziehen, bauen. Das scheint ganz klug zu sein. Alternative, was könnten wir hier machen? Natürlich Einheiten bauen, dafür fehlt uns die Produktionskarte. Überhaupt ein Blick hierauf zeigt, das war eigentlich das Einzige, was wir im Augenblick machen können mit Bonus. Aktiv ist Siedler bauen oder Einheiten verbessern. Ein 3-Runden-Wechsel der Regierungsform. Das heißt, wir könnten hier höchstens im Bezirk zum Beispiel schon mal anbauen oder was auch immer machen. Aber wenn wir hier Handwerker natürlich immer baubar. Das können wir auch machen. Wir ziehen das hier mal noch durch mit dem Siedler. Wir haben ja ohnehin die Karte eingestellt und schauen mal derweil, was andernorts passiert. Ob zum Beispiel hier oben. Die Perser bieten uns Frieden an, mal wieder. Ob hier oben irgendeine Schlacht stattfindet bei Tolstaja. Aber der Speerkämpfer zieht raus aus der Stadt. Ja, warum macht er das denn? Das ist ja völlig bizarr. Sehr seltsam. Weiß er etwas, was wir nicht wissen, dass zum Beispiel hier oben ein Barbarenlager ist oder was auch immer? Das ist aber wirklich sehr befremdlich. Hier warten wir noch ein Weilchen ab, bis die Stadt noch schwächer ist. 104 Gold, das heißt, wir können auch den zum Armbrustschützen machen. Kostet uns dann nochmal 2 Gold weniger jede Runde. Unterhalt ist, glaube ich, bei 3 Gold bei einem Armbrustschützen, Bogenschützen einer. Einer, genau. Ja, tatsächlich. Und schon wird der Spielraum für das nächste Upgrade kleiner, deutlich kleiner. Jetzt haben wir aber, wenn ich das richtig sehe, alle wirklich guten Bogenschützen befördert. Das Einzige, was ich gerne befördert würde, wäre der Krieger. Der ist allerdings auch eine Stufe 1 Einheit. Der ist allerdings auch preiswert, kostet nur 50 Gold. Vielleicht lassen wir die anderen Bogenschützen mal im Hinterland und leveln die bei Gelegenheit mal auf. Hier ist noch das ist auch nur ein einer Bogenschütze. Der hier oben ist auch ein einer. Also mit nur einer Beförderung. Insofern, könnten wir auch sagen, das genügt uns erstmal.
Wie viele Armbrustschützen brauchen wir hier, um die Skythen und um hier unten die Perser zurückzuwehren, abzuwehren? Da reichen vielleicht sogar zwei aus. Aber die Stadt mit dem, die nimmt auch mit dem genug ab. Der kann zweimal pro Runde feuern, alles gut. Jagdlager bauen oder darauf warten, dass die Walressource da links irgendwann dazukommt. Wird im Augenblick eh nicht bewirtschaftet. Warum sollen wir die jetzt erschließen? Ich park ihn mal hier drin. Ihn wollen wir aufleveln, aber das dauert noch ein Weilchen. Den Handwerker wollten wir hier hinschicken. Für das Eisenvorkommen, hier kommen wir im Augenblick nicht weiter durch. Wir können aber auf Stonehenge draufziehen. Sehr interessant. Und das hier ist schon ein anderes Reich. Das ist Nubien. Das ist die Stadt Ray. Oder Ray der Nubier. Sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Direkt, Mann. Direkt neben der persischen Grenze. Die drücken aber ganz schön hier in die Luft ab. Stonehenge steht hier mit Johannes dem Täufer. Wir decken mal noch ein bisschen was weiter auf. Der persische Golf hier. Wie schön, oder? Ich finde die Grafik von Civ 6 richtig hübsch hier. Hafen fertig. Hier wollten wir eine Mine errichten. Wird auch gleich genutzt und wir haben einen weiteren Produktionspunkt. Oh lala, da kommt eine barbarische Quadrireme in einer Runde hier. Wir haben wieder null Schiffe. Oh, und schon wechselt das Feld hier eins rüber. Die Quadrireme hat wie viele... Na, wir ziehen den erstmal hier wieder hoch hier. Eine Runde weiter. Da kommt ja doch ein Krieger. Ein Zululand-Ritter, mit dem wir im Krieg sind. Wir haben in Alexandria keine Stadtmauer errichtet. Das heißt, die Stadt kann sich nicht zur Wehr setzen. Ein einzelner Zululand-Ritter, schwer angeschlagen. Sieht so aus, als sei das... Mit wem ist Karthago denn... Shaka. Genau. Shaka ist souzerän. Wie kommt er dorthin? Aber wenn der uns angreift, auch wenn er keine Stadtmauer ist, dann nimmt er übel Schaden. Ich zieh mal oben rum. Im Bogenschützen geht es hier hin. In Madrid ist der Regierungsplatz abgeschlossen und jetzt haben wir die Qual der Wahl. Zwischen einem Audienzsaal bringt, also das ist das Standardgebäude, was ich normalerweise gerne bei Rise and Fall bei Let's Plays mit diesem Add-on nehme, bringt plus eine Annehmlichkeit und vier Wohnraum in Städten mit Gouverneur. Nachteil. In Städten ohne Gouverneur minus zwei Loyalität. Wir werden ja vermutlich viele Städte erobern. Es sei denn, wir erobern sie und reißen sie allesamt wieder ein. Kann auch passieren, weil wir dann zwar, natürlich je mehr Bevölkerung wir haben, wird die potenziell unzufriedener, weil wir nicht genug Annehmlichkeiten für sie haben. Und außerdem steigen auch die Kosten für Bezirke. Also viele unproduktive Städte zu haben, macht wenig Sinn. Und die Städte, die wir einnehmen, sind ja zunächst einmal besetzt. Wir müssen ja einen Staat komplett einnehmen, ein Reich komplett einnehmen, damit alle Städte, alle Bürger dort wieder loyal zu uns sind, also der Stadtstatus besetzt wegfällt. Es sei denn, die Stadt, die wir erobert haben, rebelliert gegen uns, wird eine freie Stadt. Und dann erobern wir sie zurück, dann hat sie den Besetztheitsstatus verloren. Andere Alternative, wir machen einen Friedensschluss mit einer Stadt, dann mit einem KI-Anführer und er schenkt uns dabei seinen Anspruch auf die Stadt. Dann
wären ebenfalls diese Probleme beseitigt mit der Unzufriedenheit oder der Illoyalität der Bürger dort. Aber das ist alles, also am realistischsten ist wahrscheinlich die Variante Stadt einnehmen, Stadt rebelliert, Stadt wird zurück eingenommen, Stadt ist wieder produktiv. Aber trotzdem, das ist alles, wenn wir weit vorgehen, wenn wir viele Städte haben, viele ohne Gouverneur haben, überall minus zwei Loyalität, das ist nicht so eine super coole Geschichte. Alternative, Thron des Kriegsherrn, da kann man bei einem kriegerischen Let's Play, wie dem, was wir hier machen, eigentlich gar nichts falsch machen. Erobern wir eine feindliche Stadt, gewährt uns das für 5 Runde 20% Produktionsbonus in allen Städten. Das ist mächtig, das ist sehr heftig. Wir können übrigens von diesen 3 Gebäuden immer nur eines bauen und wenn es gebaut ist, dann bleibt es auch. Wir können nicht im Nachhinein es abreißen, gegen ein anderes austauschen. Also das ist heftig. Andererseits, auch wenn alle jetzt oder die meisten von euch jetzt schreien, nimm das, es gibt ein gutes Gegenargument. Wenn wir wirklich alle 5 Runden eine feindliche Stadt erobern, sodass wir quasi alle 5 Runden mit Eroberung einer Stadt wieder diesen Bonus freischalten würden, also fortlaufend den hätten, dann wären wir ohnehin schon so stark, so erfolgreich und so auf der Siegestraße, dass wir den Thron des Kriegsherrn gar nicht mehr brauchen würden. Dann würden wir auch so gewinnen können. Drittes mögliches Gebäude, die Ahnenhalle, gewährt 50% Produktion für Siedler und Städte, die man neu baut, erhalten einen kostenlosen Handwerker. Jetzt bauen wir ja gar nicht mehr so viele Städte. Eine eventuell dort oben, wo wir die Stadt der Skythen erobern oder abreißen werden oder was auch immer. Man könnte allerdings auch sagen, wenn wir expandieren, dann erobern wir die Städte zwar, die neuen Städte, aber reißen sie sofort ab, wegen den Loyalitätsproblemen, die es gibt. Und bauen dann dort eine neue Stadt mit einem Siedler, den wir preiswert zu Hause gebaut haben. Wir können ja auch zusätzlich noch eine 50% Produktion für Siedler-Politikkarte einsetzen. Wir können vielleicht einen der Gouverneure, das ist ja bei Magnus, glaube ich habe es nicht mehr genau im Kopf, möglich, ihn so hoch zu skillen, dass er uns den Bonus gewährt, dass in der Stadt, wo er Gouverneur ist, beim Erzeugen eines Siedlers kein Bevölkerungsverlust entsteht, dass er kein Bürger abgezogen wird. Und dann hätten wir noch diesen kostenlosen Handwerker. Das ist alles schon verlockend, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich diese Strategie machen möchte. Also, wenn es mir klar wäre, alle Städte abreißen, dann würde ich das machen. Dann wäre das eine coole Geschichte. Ansonsten macht die Karte gar keinen Sinn. Oder macht dieses Gebäude gar keinen Sinn. Ich würde ungern mich jetzt schon festlegen, dass ich alle Städte abreißen will. Das ist mir zu viel Spekulatius. Deshalb gehe ich auf Nummer sicher, nehme den Thron des Kriegsherrn, da weiß ich, was ich bekomme. Das ist eine solide, überschaubare Geschichte. Erobert man eine Stadt, hat man 5 Runden lang reichsweit 20% Produktionsbonus. Damit kann man nie was falsch machen. Also den bauen wir jetzt in Madrid. Checken mal kurz, ob wir mit dem Kornspeicher vorher loslegen. 5 Runden. Nee, wir machen das mit dem Kriegsherrn. Das dauert noch eine Weile. Wie seht ihr das? Eure Kommentare auf YouTube würde ich gerne lesen, ganz ernsthaft. Was haltet ihr von dieser Bauentscheidung? Jetzt würde ich gerne noch einen weiteren Gouverneur mir holen, wegen der Loyalität, die er gibt, dem Bonus von plus 5. Ist mir mehr wert, als einen der bestehenden aufzuleveln. Obwohl natürlich die Aquakultur, diese spezielle Modernisierung durch Liang, sehr cool ist. Aber käme ein bisschen früh. Was macht Sinn? Immer macht Sinn, Grundstückserwerb schneller durch Reyna, die Finanzverwalterin. Macht man nie was mit falsch. Das sind alles so Goldgeschichten. Pangala der Erzieher allgemein. Diverse Boni. Kann man auch nicht. Er ist sehr interessant, Magnus, wenn wir mal eine Stadt haben, in der wir viel Wald haben und den roden wollen, um uns was zu holen. Uns nämlich einen Produktionsbonus zu holen für irgendeinen Bezirk, den wir aus dem Boden stampfen wollen. Den religiösen brauchen wir definitiv im Augenblick nicht. Wir haben noch gar keine Religion gegründet. Nicht notwendig. Die Diplomatie-Spezialistin ohnehin nicht. Das heißt, wir nehmen Renner, die Finanzverwalterin, es sei denn, wir entdecken, dass wir Magnus jetzt sofort einsetzen können in einer Stadt, um zu roden. Wenn überhaupt, ist das Sparta. Hier soll ein Campus entstehen. Hier kann man roden. Der Ertrag fällt dann an Sparta und damit können wir irgendwas beschleunigen.
Zum Beispiel eine Einheit oder ein Bezirk, Industriebezirk hier unten wird zum Beispiel Sinn machen, den zu bauen, denn der bringt unabhängig davon, ob er bewirtschaftet wird, durch die Minen, die oder Steinbrüche, die rundum sind, 3 werden hier sicher entstehen, plus 3 Produktion. Das macht in der Produktions- und Einheitenproduktionsstadt Spachter definitiv Sinn. Also Magnus hier eingesetzt, in die Stadt, hier gerodet. Das hier, liegt das an dem Fluss? Nein, ne? Nein. Dann könnten wir auch hier roden, könnten eine Mine errichten. Bei einem Fluss wäre ich mir unsicher, dann wäre ein Sägewerk besser. Das trifft auch hierzu. Alles im Prinzip rotbar. Nur hier ist die Nahrung natürlich schön. Ja, könnte man alles machen. Also ich glaube, das mache ich auch. Ich schicke mal den Kollegen Magnus nach Spachta. Oder nach Moskau, da haben wir jemand anders, um hier die Stadtmauer zu eroden, aber das ist auch Quatsch. Das ist zu kurzfristig gedacht. Lieber Spachta. In 5 Runden wird er doch zahlen. So, jetzt geht es weiter um Tolstaja. Jetzt können wir auch beginnen, die Stadt zu schwächen. Nächste Runde sollten wir sie haben, es sei denn, dort entsteht irgendeine super starke Einheit und verursacht irgendwelche Probleme für uns. Frage ist, sollen wir einen Bogenschützen runter schicken, um den möglicherweise herumirrenden Ritter einzufangen? Ich glaube, das wäre eher ein Job für den Hetairos, runterzureiten und sich den zu holen. Ich lasse erstmal alle hier stehen und wir warten nochmal ab. Sollen wir es wagen? Der hat noch 5 Bauaktionen. Wenn er hier drauf gehen würde, das wäre richtig bitter. Ich überschlage mal eine Runde, dann ist der das Barbarenschiff, das herumgeistert. Eventuell noch ein Stückchen weg. Das Risiko ist dann vielleicht geringer, dass da ein Malheur passiert. Der Ritter greift an. Verliert aber stark Lebenspunkte. Dass der Alexandria einnimmt, ist mehr als unwahrscheinlich. Was den Käse angeht, waren die Dichter zu allen Zeiten sehr schweigsam. Drama und Dichtung. Der Theaterplatz Bauber interessiert uns nicht. Amphitheater drauf, als Stadtgebäude auch nicht. Große Schriftsteller wollen wir nicht haben. Wir schauen uns gleich die Karten an. Die Stadt hat etwas verloren, wird aber auch aushalten. Der kriegt er nicht klein. Wir können natürlich ein bisschen nachhelfen, aber das ist riskant. Der wird eventuell uns klein kriegen. Ich ziehe mal einen vor. Können wir nächste Runde nämlich vorziehen und schießen. Der sollte uns eigentlich von hier aus nicht sehen. So, und hier können wir... Also der geht bald rauf hier. Wir können auch runtergehen und hier schon mal anfangen, die Minen weiterzubauen. Aber wir können das auch von Osten machen. Was geht denn schneller? Wir bleiben hier unten. Wir ziehen wieder zurück. Der geht gleich drauf. Da spekuliere ich drauf. Eine Beförderung möglich für den Bogenschützen. Vorher wollen wir aber... Er kann auch einmal sich befördern. Und die Stadt quasi im Alleingang. Aber angesichts des Ritters, ich schieße ja noch einmal drauf.
Und rein. Ah, wir können sie doch behalten. Ich dachte, die würde automatisch verschwinden dann, wenn eine Stadt nur einen Bürger hat. Gebäude stehen hier vermutlich gar keine. Wir schauen mal rein in die Stadt. Nein, nichts, kein Bezirk. Gerade mal das Stadtzentrum selber nichts. Und die Bevölkerung ist natürlich illoyal. Das ist nicht so verlockend. Hier entsteht ein Bürger, ist in 7 Runden fertig. Auch wenn wir, aber wir nehmen die Karte eventuell gleich weg. Jetzt wollen wir aber erstmal mit dem Kollegen hier uns die Beförderung holen. Und mit dem Rest mal ziehen. Hier holen wir uns die Mine. Sehr schön. Dann geht das mit den Stadtmauern schon etwas schneller. Er hat noch zwei. Entschuldigt bitte, noch zwei Slots, die er ziehen kann. Ja, dann können wir auch hier ein Sägewerk setzen oder dort. Und uns für eine Übergangszeit ja sogar 4 Produktionen holen. So, er kann sich noch eine Beförderung holen. Fernkampfstärke gegen Landeinheiten, aber holla. Wir wagen es. Oh, habt ihr das gesehen? Das ist aber bitter, schaut mal hier. Das ist ein Späher der Nubier. Der sollte aber eigentlich nur 2 zwei Fortbewegungspunkte haben, hoffe ich. Ansonsten könnte nämlich, nee, das als Transportboot kann der, glaube ich, keinen Handwerker kapern. Denn der Handwerker ist ja auch ein Transportboot. Transportboot kann nicht Transportboot kapern. Das klappt nicht. Würde mich sehr wundern, wenn das so wäre. Wenn ja, dann wäre das ein bitterer Augenblick, einen Handwerker mit 5 Aktionen zu verlieren. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Die Gefahr, okay, die barbarische Quadrireme, die ist da auch noch irgendwie in der Nähe. Die könnte uns auch noch unter Druck setzen. Aber Madrid macht sich doch langsam. 4 Bürger, gleich kommt der 5. beim Rundenwechsel hinzu. Es entsteht ein schönes Gebäude auf unserem Regierungsbezirk. So langsam kommen doch ein paar Feinde und wollen uns ja ausspionieren. Sollen wir doch eine Stadtmauer demnächst aufrichten? Überhaupt die Frage, was holen wir an Politikkarten jetzt? Wohin gehen wir? Gehen wir auf Plündern, auf die Raubzugskarte? Gehen wir auf Manöver, so heißt die Karte, mit der man ein Hetairos schneller produzieren kann? Nehmen wir die Siedlerkarte raus, obwohl wir gerade einen Siedler bauen, oder lassen wir sie drin? Nehmen wir die Nachlass auf die Einheitenverbesserungskarte raus, weil wir eh kaum Geld haben? Und leveln die später aus, wenn wir wieder mehr Gold haben? Viele Fragen, Antworten, ihr ahnt es. Nächste Folge, bis bald ihr Lieben, macht's gut, einen schönen Tag noch.